Dieses Video wird euch präsentiert von super11cards.de. Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, wir machen heute das dritte Blitzdeck auf für Tales of Aria für das Spiel Flesh and Blood. Natürlich machen wir das wieder zusammen mit super11cards.de. Vielen lieben Dank an den Andreas, der ja auch jetzt Flesh and Blood in den Shop aufgenommen hat. Und das Ganze mit Zielprodukten, also sprich Blitzdecks, Unlimiteds, und der macht auch Einzelkarten. Und ja, das macht einen Haufen Arbeit, deswegen super, super gut. Und der unterstützt uns hier auf dem Kanal mit Sponsoring. Deswegen super vielen Dank, schaut mal im Shop vorbei. Sonst wäre das hier nämlich alles gar nicht möglich. Gut, wir gucken uns heute die liebe Briar an. Und wer Briar hört und schon etwas länger Flesh and Blood spielt und auch die aktuellen Nachrichten so ein bisschen verfolgt hat zu diesem Zeitpunkt, der wird festgestellt haben, dass die Briar etwas, ja, ich möchte nicht sagen kastriert wurde, aber halt etwas geschwächt wurde, die war zu stark. Wir gucken uns aber erstmal das Deck hier an. So, und zwar ist ein Blitzdeck für die Leute, die sich noch nicht auskennen hier mit der ganzen Geschichte. Das ist ein Pre-Constructed, also ein vorkonstruiertes Deck mit 40 Karten, mit einem Young Hero. Und das wird hier quasi, kann out of the box gespielt werden. Das Deck, wie gesagt, hat 40 Karten. Dann kriegt ihr halt noch euren Hero oben drauf, eure Waffen und eure Equipments. Die zählen nämlich nicht zu dem Decklimit. Und ja, wir machen das Ganze hier einfach mal auf und schauen uns die gute Dame mal an. Denn, ja, wie gesagt, die hat Potenzial und ich werde euch gleich dann auch mal die Geschichte etwas näher darstellen, was denn da genau gebannt wurde. Oh, die sieht aber gut aus, ne? In voll schön. Sehr schön. Und wow, ein Öffner, der funktioniert. Ich werde verrückt. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. So, naja. Etwas, ne, doch da. Schön vorsichtig, nicht die Karten kaputt machen. Ne, ihr kennt die Nummer. So, weg damit. So, hier haben wir sie in voller Schönheit. Da müssen wir uns noch ein bisschen rumfäulen. Ne, ihr kennt das ja. Die Briar. Und ja, das ist unsere Heldin. 20 Lebenspunkte seht ihr unten rechts in der Ecke. 4 Intellekt seht ihr unten links in der Ecke. Das heißt, auf 4 zieht ihr wieder auf. 4 Handkarten, ne? Und ja, natürlich gucken wir uns jetzt erstmal den Effekt an, wo es halt irgendwie richtig Theater gab. Und ja, erstmal ist ja ein Elemental Runeblade Hero und das in Young, ne? Das besagt halt hier diese 20 Lebenspunkte. Die anderen haben um die 40 in der Regel. Ja, des Weiteren hat sie die Essence of Earth and Lightning. Das heißt, ihr könnt Elemental-Karten, Runeblade-Karten, Elemental-Runeblade-Karten, Earth-Karten, Lightning-Karten und natürlich generische Karten in dem Deck verwursten. Das ist schon mal ziemlich cool, ne? So, schauen wir mal. Was hat sie denn? Whenever an attack action card you control deals damage to an opposing hero, create an embodiment of Earth Token. Und das ist schon der Punkt, wo ja hier irratiert wurde. Und zwar heißt es jetzt nicht ever, nicht whenever, sondern the first time, wenn ich recht informiert bin. An attack action card you control deals damage, dann dürft ihr dann halt irgendwie den Effekt ausführen, weil das ist wohl zu mächtig geworden. Ich bin ja wie gesagt kein Turnierspieler, aber das hat im Meta wohl ganz schön aufgeräumt. Und ja, da hat dann haben die Herrschaften von Legend Story Studios gesagt, nee, so machen wir das dann nicht, ne? Ja, so ist das dann halt, ne? Am Anfang hieß es ja, es wird gar nichts gebannt und ja, darüber mache ich vielleicht mal ein extra Video, das war vielleicht ein bisschen naiv. Gut, so, dann hat sie noch, whenever you play your second non-attack action card, each turn create embodiment of lightning token. Ja, das ist halt, whenever you play your second non-attack action card, also das ist dann halt schon limitiert in dem Moment. Da musste dann wohl nichts irritiert werden, aber schön sieht's aus, ne? Gut, so, das ist unsere Heldin. Huch, ein rosaner Kartenrahmen. Verrückt, das sieht nicht nur so in der Kamera aus. Ich gucke gerade mal hinter den Kamera. Nee, das ist tatsächlich so. So, Embodiment of Lightning. Da haben wir schon Elemental Token Aura. When you play an attack action card, destroy Embodiment of Lightning and the attack gains go again. Ja, go again, wie gesagt. Aber in diesem Video noch nicht gesagt. Go again braucht ihr, denn ihr habt in jeder Runde, also habt ihr nur einen Actionpunkt für euch. Und wenn ihr den aufbraucht, dann ist er futsch. Dann könnt ihr quasi eine Aktion machen, dann ist der Action Point weg und ihr könnt, ja, da guckt ihr eine Röhre, macht da nichts mehr, ne? Könnt ihr nichts mehr machen. Deswegen müsst ihr halt eure einzelnen Angriffe am besten so planen, dass ihr jedes Mal ein Go again kriegt, dass ihr halt immer weitermacht.
Und halt die Combat Chain, ne? Also in der Kampfzone das am Laufen haltet. So, dann geht's weiter. Da ist er, Embodiment of Earth. Schönes Artwork, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. Ja, Elemental Token Aura auch. Non-Attack Action Cards you control have plus one Defense while defending. Also, ne? Die kriegen plus eine Defense, wenn wir damit verteidigen. At the beginning of your Action Phase, this Troy Embodiment of Earth. Ja, am Anfang unserer Action Phase zerstören wir Embodiment of Earth. Ja, und wenn wir jetzt hier mal gucken und theoretisch den Effekt nochmal durchlesen. Whenever an Attack Action Card you control deals damage to an opposing hero, create an Embodiment of Earth Token. Ja, so, da hätten wir natürlich jetzt viele zaubern können, aber mit der neuen Irritierung leider nicht. Ne? Ja, so kann es gehen, so kann es gehen. Dann haben wir hier Rosetta Thorn, ja. Once per turn, wir bezahlen eine Ressource. Attack ist ein Runeblade Weapon, und zwar ein Schwert. Und da seht ihr hier eine 2H, zweihändige Schwert. Das heißt, ihr könnt nur dieses Schwert ausrüsten und keine zweite Waffe halt in dem Moment. 2 Attack. So, wir können wie gesagt einmal im Zug eine Ressource bezahlen. Whenever an attack with Rosetta Thorn, if you played an attack action card and a non-attack action card, this turn deal 2 arcane damage to target hero. Okay. Also jedes Mal, wenn wir mit dem Schwert hier angreifen, mit der Rosetta, dann müssen wir, also wenn wir, müssen nicht, aber ist halt der Trigger, ne? Wenn wir vorher halt eine Attack Action Card und eine Non-Attack Action Card in diesem Zug gespielt haben, dann schießen wir noch 2 arcane Schaden auf den Target Hero, und arcaner Schaden ist halt anderer Schaden als normaler Schaden, der muss dann halt auch besonders verhindert werden. Das ist schon mal ganz cool, aber wie gesagt, den Trigger müsst ihr halt beachten, sonst funktioniert das nicht. So, dann gibt es was für den Kopf, und zwar ein Earth Equipment. Plum of Evergrowth. Ein Instant, können wir 3 Ressourcen bezahlen. Destroy Plum of Evergrowth. Also zerstören wir. Return Target Earth Action Card or Earth Instant Card from your Graveyard to your Hand. Ah, ja, guck, da dürfen wir halt, wenn wir ihn jetzt zerstören, 3 Ressourcen bezahlen. Eine Karte. Und zwar eine Earth Action Karte oder eine Earth Instant Karte vom Friedhof wieder auf die Hand zurücknehmen. Jo, machen wir nur glatt. So, dann haben wir Hardened Cross Strap. Das ist ein generisches Equipment, also eine generische Ausrüstung, die kann jeder tragen. Action, destroy Hardened Cross Strap. The next attack action card you play this turn costs 2 resource less to play. Go again. Ja, mal zwei schöne Sachen, wir zerstören. Ja gut, das ist nicht so schön, wir zerstören die Geschichte hier. Die nächste attack action card, die wir spielen, die kostet 2 Ressourcen weniger, um sie zu spielen. Und es gibt Go again. Und wie gerade eben gesagt, Go again, wichtig. Jo, dann haben wir Iron Rod Gauntlet. Ein generisches Equipment für die Arme, Defense 1, aber Blade Break, wenn man damit verteidigt, dann geht das Gerät kaputt. Ist halt schon so ein bisschen rostig, der Handschuh, dann zerfällt er, sobald die Combat Chain sich schließt. Dann gibt es hier noch ein paar neue Treter. Sutcliffe's Suit Heights. Jo, leuchtet gut, ne? Runeblade Equipment für die Legs. Attack Reaction, ne? Das ist ja hier, es gibt ja einmal dieses Fenster, wo man reagieren kann, das erkläre ich hier auch nochmal kurz, weil ist halt, ja, ne, Anfänger-Video hier, die Blitzdecks in der Regel. Und ja, es ist halt so, Angriff, dann darf der Gegner verteidigen. Und dann geht dieses Fenster auf mit der Reaction, also das Reaktionsfenster. Dann kann ich als Angreifer, kann auch mal meine Attacke darauf reagieren, die stärker machen zum Beispiel. Und der Gegner dann wiederum die Chance, seine Verteidigung auch nochmal etwas stärker zu machen, halt mit so einer Reaction. Das wäre so eine Defense-Reaction-Karte in dem Moment, ne? So. Wo war man stehen geblieben? Genau, Attack Reaction. Eine Ressource, Destroy Sutcliffe's Suit Heights. Target Attack Action Card go against Go Again. Also kriegt die Ziel Attack Action Karte, kriegt Go Again. Dürfen wir nur aktivieren, wenn wir schon eine Non-Attack Action Karte in diesem Zug gespielt haben. Jawohl. So, da geht's dann los mit den normalen Karten. Und diese Karten, die wir bis jetzt gesehen haben hier, sprich einmal natürlich unsere Briar, dann einmal für die Füße, einmal für die Arme, einmal fürs Chest, legen wir auch mal hier irgendwie so da drüber, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir noch für den Kopf, das kommt da drüber, seht ihr jetzt nicht. Und dann hier halt nochmal quasi das zweihändige Schwert als Waffe. Ne? Und da hat sie das auch schon in der Hand. Und das sind die Karten, die schon quasi vor dem Spiel reinkommen. Ihr schmeißt euren Hero rein, dreht ihn um und dann macht der Gegner das Gleiche. Und ja, dann könnt ihr eure Ausrüstung wählen. Ist jetzt natürlich bei einem Pre-Constructed Deck, ist das dann relativ hinfällig mit dem Wählen, da ist euch das schon vorgegeben. Aber
Prinzipiell ist das so. Gut, so, dann gucken wir uns auch einfach mal das Deck an, was jetzt wirklich in dem 40-Karten-Deck drin enthalten ist. Und zwar haben wir Explosive Growth, ein Elemental Roommate Action Attack. 3 Attack, 3 Defense, kostet eine Ressource. Pitcht für 1, das seht ihr immer hier in Rot. Pitcht immer für 1, hier wird so angegeben, wie viel ihr dafür kriegt. Pitchen heißt einfach von der Hand abwerfen, um Ressourcen zu erhalten. Das wird dann in die Pitch-Zone geschmissen und dann kriegt ihr halt Ressourcen dafür. Ja, Earth Fusion. Da haben wir dann hier diese Fusion-Geschichte, die zieht sich hier wie ein roter Faden durch die ganze Edition. Das bedeutet einfach, das Element, was ihr da vorne vorhabt, also sprich hier Earth, da müsst ihr eine Earth-Karte von der Hand vorzeigen und dann gilt das hier als aktiviert, ne? Dann ist es gefused. Und dann sagt die Karte hier, if Explosive Growth was fused whenever it deals damage, also jetzt mal wenn Schaden schießt und gefused wurde, Attacks you control, also Angriffe, die wir kontrollieren, kriegen plus ein Attack in der Combat Chain. Also, ne, das ist schön, das ist sehr schön. Also die komplette Combat Chain, das ist nicht Chain Link, sondern Combat Chain, also bis die wirklich geschlossen wird. When you attack with Explosive Growth, deal one Arcane Damage to Target Hero. Also wieder ein Arcaner Schaden. Ah, okay. Also, ne, ihr seht, Arcaner Schaden wird hier auch angestrebt. Das ist schön. So, da haben wir Rites of Replenishment. Elemental Roommate Action Attack. 3 Defense, 6 Angriff, 2 Ressourcen, auch in Rot hier. Earth Fusion am Start. Sehr kleiner Text, deswegen gehen wir ein bisschen näher ran. When you attack with Rites of Replenishment, if you have dealt Arcane Damage this turn, also wenn Arcaner Schaden gemacht wurde, will jemand angreifen. You may put a non-attack action card from your graveyard on the bottom of your deck. Dürfen wir eine non-attack action Karte von seinem Friedhof unter das Deck legen. Wenn wir mit Rites of Replenishment angreifen und es gefused wurde, dann dürfen wir eine attack action card aus unserem Graveyard auf, ja, wieder unters Deck legen, ne? Also einmal das eine, einmal das andere. Und ja, das ist halt dieser Fuse-Trigger. Also da kommen wir auf alle Fälle wieder an Karten aus dem Graveyard dran. So Reanimator-mäßig. Die haben wir zweimal drin. So, das sieht ja mal geil aus. So herbstlich, ne? Richtig cool. Steer Wildwood. Hammer. Schönes Artwork. Elemental Rune Blade Action Attack. 5 Attack, 3 Defense. Pitched für 1 ist eine rote. Kostet 2 Ressourcen mit Earth Fusion, ne? Na, Druckfehler. Tatsache. Ja, doch, ne, seht ihr, über den Fusion ist ein schwarzer Punkt. Ja, kommt nicht so häufig vor hierbei, deswegen muss ich ja einmal kurz gucken. Earth Fusion, also wie gesagt, Fusion funktioniert halt immer, es ist egal, welches Element davor steht, ihr müsst halt von dem Element eine Karte vorzeigen und dann ist es gefused. So, if you have dealt Arcane Damage, mal wieder, to an opposing hero this turn, steer the Wildwood gains plus 2 Attack, also wenn wir Arcane Schaden schon gemacht haben bei einem Hero, in diesem Zug, dann gibt es plus 2 Attack. Und wenn Steel of the Wildwood was fused, kriegt sie plus 2 Attack. Yep. Ne? Also gibt es mächtig was auf der Mütze. Dann haben wir Bramble Spark. Elemental Runeblade Action 2 Defense kostet nichts. Das ist schön. Pitched für 1 mit Earth Fusion. The next attack action card you play this turn gains when you attack this. When you attack with this. Ah, das macht Sinn. Deal one Arcane Damage to Target Hero. Also wenn man hier mit angreift, dann gibt es einen Arcane Schaden für den Hero. Das ist gut, weil, ne, wir haben ja gerade mehrere Karten gesehen, wo Arcane Damage als Trigger war. Also, ne, wenn Arcane Schaden zugefügt wurde, dann passiert das und das und das. If Bramble Spark was fused, also wenn wir hier, ne, die Karte, wenn wir eine Earth-Karte vorgezeigt haben, dann ist es gefused. The next attack action card you play this turn gains plus 3 Attack, dann kriegt die nächste Attack-Action-Karte, die wir spielen, in diesem Zug plus 3 Angriff. Außerdem gibt es Go Again. Das ist fein. Go Again, wie gesagt, immer mitnehmen, wenn es geht. Immer mitnehmen. So, dann haben wir hier Steer of the Wildwood. Und die Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die fragen sich, hüpp, die hatten wir doch gerade schon. Ja. Unterscheidet sich durch die Farbe und durch den Pitch-Wert. Also wenn er die gelben wegschmeißt, dann gibt es 2. Also nicht wegschmeißt, pitcht. Wenn er die pitcht, dann gibt es 2 Ressourcen, die rote, da gibt es 1 und dann gibt es noch blaue, da gibt es dann 3. Und dann ändern sich meistens die Werte auf den Karten, also meistens die Attack-Werte. Hier ist es auch so rot, da kriegt er einen 5 Attack, ne, wenn er damit angreift. Bei der gelben sind es dann 4 und ich würde mal frei behaupten, bei der blauen sind es dann einfach mal, wo waren wir? 4? 3 sind wir da, ne? Genau, sind es 3. Und ja, ansonsten ist der Kartentext identisch. Deswegen könnt ihr auch halt mehrere Karten spielen mit demselben Namen. Aber mit verschiedenen Farben, also wenn ihr, ne, ein Copy-Limit habt von 2 pro Karte, dann könnt ihr 2 in Blau, 2 in Gelb und 2 in Rot spielen, ne? Das ist auch cool. Ja, Rites of Replenishment.
Gleiche Nummer hier, sehen wir es in Blau, da ist es der Attack-Wert unten links in der Ecke auf 4 runtergegangen. Zur Erinnerung, der andere hier hatte 6, ne? Da haben wir wieder die gleiche Geschichte. So, weiter geht's. Bramble Spark in Blau, ne? Ja, eben noch drüber gesprochen. Hier haben wir das dann mal im Kartentext. Ja, hier sehen wir plus 1. Da haben wir gesehen plus 3. Ich hoffe, die Kamera gibt das her. Ja, deswegen gleiche Nummer. So, dann geht's weiter mit Edwin Earth. Eine Earth Fusion ist hier am Start. If Entwine Earth was fused, it gains plus 2 attack. Okay, ist eine Elemental Action Attack. 6 Angriff, also gefused dann sogar 8. Defense 2, 2 Ressourcen kostet der Spaß. Und ist eine rote, pitcht also für einen dann in dem Moment. So, dann haben wir, oder wie spricht man das denn aus? Burgeoning. Burgeoning. Okay, alles klar. Interessant, Earth Action Attack, 6 Angriff, 2 Defense, kostet 2, pitched für 1. If Burgeoning, Burgeoning, würde ich sagen. Schwierig. Ist played from Arsenal, also wenn wir das aus dem Arsenal spielen, dann kriegt es plus 1 Attack. Ja, dann wären wir schon bei 7, ne? Zweimal drin. Oh, dann haben wir Evergreen. Den haben wir schon mal gesehen, den Kollegen, ne? In einem anderen Deck. Ist eine Earth Action Attack, 7 Attack, 2 Defense, in der roten Version, kostet 3 Ressourcen. If Evergreen is played from your Arsenal, also wenn die vom Arsenal gespielt wird, put it on the bottom of your deck when the Combat Chain closes. Also der geht ja nicht auf den Graveyard, sondern der kommt dann unter das Deck, wenn die Combat Chain sich schließt. Jawohl, ist auch eine Rare, habe ich hier in diesem Video noch gar nicht gesagt, ne? Ihr seht hier unten das blaue Kreiselchen mit dem R drin, das ist Rare. Es gibt noch M wie Majestic oder C wie Common, nicht wahr, und so weiter und so fort. L wie Legendary heißt das hierbei, glaube ich. Oder Legendary meine ich, ja. Ich vertue mich immer so, wer diverse Systeme irgendwie spielt und tut und macht, der vertut sich so ein bisschen mit der Bezeichnung. Das ist halt die Rarität aufsteigen, ne? So, dann Earthlore Search haben wir als nächstes am Start. Eine Earth Action. The next Attack Action Card you play this turn gains plus 5 Attack. Oh, das ist viel, ne? Plus 5 Attacke drauf. Außerdem gibt es Go Again, kostet 2x2 Defense, wenn ihr von der Hand verteidigt damit. Okay, das ist auf alle Fälle, ne? Plus 5 kann man schon machen. So, da haben wir So Tomorrow. Eine Earth Action, 2 Defense, kostet eine Ressource. Put Target Earth or Elemental Action Card with Cost 0 or greater. Zero or greater Sky. Also eine Erd- oder Elemental-Karte, Action-Karte mit Kosten von 0 oder größer aus dem Graveyard unter unser Deck. Und dann wird So Tomorrow gebanished, also kommt die Banish Zone. If So Tomorrow is played from your Arsenal, draw a card. Okay, also wenn sie aus dem Arsenal gespielt wurde, dann dürfen wir eine Karte ziehen und go again. Hat sie auch noch. Interessantes Kärtchen, ne? So. Wen haben wir denn da? Weave Earth. Okay. Nett. Earth Action, auch eine Rare wieder. Für 0 tatsächlich. Pitched für 1. Defense 2. The next Earth or Elemental Action Attack Action Card you play this turn gains plus 3 Attack if it's fused. Instead it gains plus 4. Also, die nächste Erd- oder Elemental Attack Action Karte, die wir spielen, die kriegt plus 3 und wenn sie gefused wurde, dann kriegt sie sogar plus 4. Außerdem gibt es hierfür Go Again. Das ist schön, also ne, schön aufpumpen hier. Autumn's Torch haben wir auch schon mal gesehen. Ist eine Earth Action Attack, 3 Defense, 3 Ressourcen kostet sie. In der gelben Version hier, pitcht für 2, also macht einfach mal stumpf 6 Damage. Yo. Oder halt 3 Defense, wenn man damit verteidigt. Dann haben wir Summerwood Shelter. Ein Earth Instant, auch eine Rare, für 0 in Gelb hier. Target Defending Earth or Elemental Action Card gains plus 3 Defense. Oh ja, das ist schön. Da gibt es halt nur für eine Erd- oder Elemental Karte gibt es halt plus 3 Defense. Ja, das kann man auch mal machen. Dann haben wir Earthlore Search. Haben wir eben schon gesehen in der roten Version. Hier gibt es dann in der blauen Version halt 3, wenn wir so pitchen, ne, 3 Ressourcen. Und es gibt aber dafür anstatt 5 gibt es auch nur 3 plus 3 Attack. Und ja, Go Again bleibt. Wie gesagt, der Kartentext ansonsten bleibt halt immer gleich. Es sind halt immer die Werte, die sich dann so ein bisschen ändern. Jo, So Tomorrow haben wir auch wieder. Hier haben wir dann
Die blaue Version, da ist es dann so, dass man was hochgeht, ne, hier mit Kosten 2 oder größer, eben was Kosten 0 oder größer, die wir uns raussuchen konnten. Und ja, das ist halt immer, das variiert halt so ein bisschen, würde ich sagen. Und das ist halt ganz cool, dieses Gleichgewicht zwischen den Ressourcen, die man rausziehen kann, beziehungsweise dann, ja, wenn man halt viele blaue ins Deck packt, dann kommt man nicht auf die guten Werte, wie man halt hätte, wenn man rote reingepackt hätte. Und das ist immer so ein bisschen hin und her gefuckelt, das finde ich auch beim Deckbau ziemlich cool hierbei, muss ich sagen. Das ist sowieso alles sehr elegant gelöst, auch mit dem Abwerfen für Ressourcen und so, ne? Also mit dem Pitchen. Dann haben wir Amulet of Earth. Ja, für 0 hier auch im Blau. Go Again ist ein Earth-Action-Item. Instant Destroy Amulet of Earth Attack. Action Cards you control gain plus 1 Attack and plus 1 Defense this turn. Also Attack Action Cards, die wir kontrollieren, kriegen plus 1 Angriff und plus 1 Defense in diesem Zug. Dürfen wir nur aktivieren, wenn wir Earth gefused haben. Also eine Erdkarte, eine Karte mit Earth Fusion gefused haben. Wow, das war schwierig. Okay. So. Dann haben wir Rites of Lightning. Jawohl. Da werden die Lichtrituale zelebriert hier. Ach, cooles Artwork, ne? Ich dachte erst, dem wird der halbe Arm fehlen, aber nein, hat er abgeknickt. Okay, alles klar. So, oh, kleiner Text, viel Text. Es ist ein Elemental Runeblade Action Attack. 4 Angriff, 3 Defense, eine Rare. Kostet eine Ressource. Ist in Rot, pitcht also für 1. Light Fusion, also Lightning Fusion. Funktioniert genau wie gesagt wie die anderen. Einfach eine Lightning-Karte vorzeigen, dann ist das hier gefused. When you attack with Rites of Lightning, if it was fused, deal 1 Arcane Damage to Target Hero. Also da gibt es wieder Arcane Damage, also Arcanenschaden für den gegnerischen Helden, wenn er gefused wurde. If you have dealt, also wenn wir diesen Zug schon Arkanenschaden zugefügt haben, dann kriegt er hier auch noch Go Again. Also wir sehen, das ist mal wieder ja, eine schöne Sache mit dem Arcane Damage. Das ist, ja, kann man machen, ne? So, da haben wir Entwine Lightning für 0 Elemental Action Attack, 2 Defense, 4 Angriff, Lightning Fusion. Und wenn Edwine Lightning gefused wurde, dann kriegt er Go Again. Also wie gesagt, Go Again immer mitnehmen, wenn es geht, in irgendeiner Form. Dann weiß der Gegner halt mal, was man hat. Ist halt so. Und ja, was soll ich sagen? Es ist auf alle Fälle besser, als wenn man dann die Fused Trigger nicht mitnimmt. Wenn man so gebrauchen kann, dann weiß er halt, was man hat. Und ja, man hat ja eh nur 4 Karten auf Hand. Also ich finde das immer eine ganz gute Sache. Gut, ich bin jetzt auch nicht der, wie gesagt, der Turnierspieler, aber für mich macht das irgendwie schon Sinn, dann lieber mal einmal eine Karte zu zeigen und dann halt den Bonus mitzunehmen. Kann man machen. So, Lightning Surge. Lightning Action Attack für 0 hier in Gelb, pitcht also für 2. 3 Attack, 2 Defense. If Lightning Surge is played from Arsenal, it gains Go Again. Also wenn das aus dem Arsenal gespielt wurde, dann kriegt es Go Again. Kommt irgendwie gerade bekannt vor. Ich glaube, in dem Deck hatten wir sie nicht gesehen. Im letzten war das, ne? Also in einem von den anderen. Da haben wir noch Electrify. Jawohl. Lightning Action für eine Ressource, 2 Defense. Hier in der gelben Version. The next time an Attack Action Card hits a hero this turn, it deals 2 Damage to them. Also das nächste Mal, wenn eine Attack Action Karte einem Hero Schaden verursacht, dann gibt es 2 Schaden für ihn. Und wenn Electrify vom Arsenal gespielt wurde, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Das ist schön. Außerdem gibt es Go Again. Ja, wie gesagt, Go Again einpacken, mitnehmen. So, da haben wir noch Flash. Ja, Entschuldigung. Eine Rare. Lightning Action. Für 0 tatsächlich. In Gelb hier. 2 Defense. The next Action Card you play this turn with cost 1 or greater gains Go Again. Die nächste Action Card, die wir halt spielen in diesem Zug mit Kosten von 1 oder mehr, kriegt Go Again. Außerdem hat Ette hier auch Go Again. Und schwuppdiwupp, da sind wir durch. Da gibt es noch eine Werbekarte. Und auf der Rückseite gibt es hier einmal ein Full Art Artwork von Briar. Und ja, das unterscheidet sich jetzt von unserer Briar. Und ihr fragt euch, warum ist dem so? Das ist nämlich die Edit Version von ihr hier. Sind die doppelt? Nein, die sind nur... manchmal hat man auch das Glück, dass die doppelseitig sind. Aber hier in den Blitzdecks nicht. Also das ist einfach das Artwork von der Edit Version von der guten Dame, ne? Ja, würde ich jetzt mal so frei behaupten. Okay, gut. Dann würde ich jetzt mal wieder, wie bei den anderen Decks auch, einmal kurz ein bisschen aufräumen und dann mal meine Meinung sagen, was dieses Deck denn eigentlich so bewirken soll.
So, da haben wir mal so ein bisschen aufgeräumt wenigstens. Und ja, was macht das Deck? Also ich würde sagen, zunächst macht das Deck auf alle Fälle mal viel Druck und setzt ziemlich auch viel auf Schaden. Und ja, das ist ja prinzipiell nicht verkehrt, ne? Wir haben unsere Waffe hier, die Rosetta, ne? Die haut auf alle Fälle gut drauf mit zwei Dingern. Und also mit zwei Schaden, das ist schon mal ganz cool. Und die hat ja noch, whenever you play attack with Rosetta, if you have played an attack action card, a non-attack action card, deal 2 arcane damage to target hero. Also das heißt, die macht auch noch arcanen Schaden, arcaner Schaden, der kann halt irgendwie nur speziell verhindert werden. Ist kein normaler Kampfschaden. Und darauf baut dann halt irgendwie auch nochmal die Geschichte auf, dass wir hier in der Geschichte mit den Rites of Lightning haben wir da, wo es um arkanen Schaden geht. Bramble Spark haben wir da nochmal, wo es um arkanen Schaden geht. Und dann haben wir noch den Explosive Growth, haben wir auch noch, da blieb mir gerade die Stimme weg, Entschuldigung, der auch auf arkanen Schaden aufbaut. Also wir haben erstmal, haben wir hier den arkanen Schaden, den wir hier mit dem Schwert so ein bisschen ja, pushen können. Dann haben wir natürlich noch die Geschichte mit den Embodiment of Earth und Embodiment of Lightning Geschichten. Da gibt es einmal Go Again, ne, mit dem Lightning und mit dem Embodiment of Earth. Jetzt nach dem nach der Errata leider ein bisschen weniger, aber man kann halt so ein bisschen Defense damit aufbauen. Des Weiteren können wir hier einmal einmalig mit dem harten Cross-Trap einfach mal ein bisschen Geld sparen, sag ich mal, die Ressourcen in dem Moment. Und ja, auf der anderen Seite wird natürlich gut Druck aufgebaut. Auf der einen Seite gibt es halt viele Karten, die Go-Again kriegen, gerade mit diesem Fuse-Rhythmus. Und es gibt viele Karten, wo halt wirklich dann Druck aufgebaut wird mit diesem Fuse und einfach hoher Direktschaden erzielt wird. Und da gibt es halt die Plus 1, Plus 3 und so weiter und so fort, hoppala. Und ne, da wird halt einfach versucht, Schaden durchzudrücken. Hier zum Beispiel bei Earth and Wine, wenn es gefused wurde, gibt es plus 2, dann sind wir schon bei 8, ne? Und solche Geschichten. Also da halt direkt Schaden einfach mal durchdrücken. Und dann haben wir noch hier auf der linken Seite, habe ich die sortiert, haben wir noch so ein bisschen Interaktion mit dem Arsenal. Das heißt, ihr könnt quasi auch ja, Arsenalkarten könnt ihr irgendwie benutzen, um halt irgendwelche zusätzlichen Trigger zu aktivieren. Das ist auch nochmal was Schönes. Also die verbinden mehrere Sachen. Ne? Wie gesagt, Arcane Damage, Direktschaden, Go Again. Dann die Geschichte mit dem Arsenal. Und dann gibt es noch Sachen, die halt so ein bisschen Reanimator-mäßig unterwegs sind. Also wo man Karten vom Graveyard, die eigentlich tot sind, wieder zurückkriegen kann. Und das ist auch dann noch der letzte Aspekt. Die verbindet halt wirklich viel und versucht dabei halt möglichst viel Schaden rauszuhauen. Das ist so mein Eindruck, was für einen Effekt dieses Deck haben soll. Und ja, das spielt mir eigentlich ziemlich gut in den Karten, muss ich sagen. Das ist ein schönes Deck, das gefällt mir sehr gut, optisch auch ansprechend. Muss man gucken, wie man dann natürlich auch zieht und wie man das dann umsetzt. Weil in der Theorie drauf gucken ist mal eine Sache, spielen ist eine andere Sache. Das gilt immer für alles, ne? Und ist halt, wie man so quasi immer sagt, der beste Schlachtplan hält bis zum ersten Feindkontakt im Krieg, ne? Und deswegen muss man halt einfach mal schauen, wie man das dann im Endeffekt wirklich umsetzt oder umsetzen kann, wenn man das dann die Karten in der Hand hat und die Matte vor sich. Gut, ja, das war unsere nette Briar hier, ne? Hier nochmal das andere Artwork. Und ja, wie gesagt, wurde ein bisschen abgewertet jetzt durch die Errata und ja, was sollen wir machen? Was wollen wir machen? Machen wir nichts, ne? Gucken wir nur eine Röhre. Gut, alles klar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war, wie gesagt, das Blitzdeck hierzu. Und ja, mich würde es tierisch freuen, wenn ihr auch beim Andreas von Super Elf Cards unten in den Links einfach mal vorbeischaut, denn der macht sich hier die Mühe und beziehungsweise den finanziellen Aufwand, unterstützt den Kanal und supportet uns hier. Des Weiteren macht er halt auch jetzt Neuflash im Blatt, deswegen kann er halt auch mal Neukundschaft sehr, sehr gut gebrauchen da. Mit Seed-Produkten halt die Blitzdecks, dann natürlich die Unlimited Displays und auch Einzelkarten, was halt viel Arbeit macht. Wäre super, wenn er da mal vorbeischaut und den unterstützt. Und ja, würde mich dann in dem Sinne auch freuen. Gut, ich bin raus. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an. Ich habe die anderen zwei Videos, die anderen zwei Blitzdecks hier von Tales of Aria auch im Deckcheck gemacht. Und wir machen natürlich noch ein ganzes Display zu Tales of Aria auf. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen, Abo. Ihr kennt das ja, wer ein bisschen Kleingeld über hat, auch gerne über Patreon. Und ja, bis demnächst. Ich bin raus. Ciao, ciao.